Hi Leute, heute geht's darum, wer das längste Fasten geschafft hat, wer am meisten geschafft hat, am längsten mit Wasser, Trockenfasten oder andere Dinge. Beziehungsweise eigentlich geht's gar nicht darum. Ja, in dem Video heute möchte ich mal drauf eingehen, wie es mit der Länge vom Fasten ausschaut. Weil manchmal kommt es mir so vor, wenn ich irgendwelche Videos anschaue oder wenn ich irgendwelchen Leuten vom Fasten erzähle, dann kommt gleich, oh ja, ich habe aber 8 Tage geschafft, ich habe so und so lang gemacht. Und dann denke ich mir, ja, schön, schön, dass du so lange geschafft hast zu fasten. Und ich möchte heute einfach mal teilen meine Erfahrungen bezüglich Länge des Fastens. Was sich da tut oder was sich da auch nicht tut. Und dass es manchmal in einem Wettkampf ausartet und dann plötzlich irgendwie der eine sagt, oh, ich habe schon 8 Tage gefastet, der andere 7, nur 3, okay, ja locker, kein Ding. Und das fand ich jetzt zum Beispiel auch beim Fasten-Retreat hier auf Sri Lanka so schön. Wir waren echt eine schöne kleine Gruppe, waren 8 Leute zusammen und jeder hat da wirklich auf den Körper gehört und geschaut, wie lange das Fasten für ihn richtig ist in dem Moment. Und mir ist besonders wichtig, gerade bei den Retreats und auch allgemein, dass Fasten kein Wettbewerb ist. Dein Körper sagt dir, wenn es gut ist oder wenn es weitergehen sollte. Manchmal kann es von Vorteil sein, nochmal ein bisschen weiter zu fasten, um einen Prozess, der gerade in Gang ist, zu vollenden, auslaufen zu lassen, den nicht zu unterbrechen. Manchmal kann es von Vorteil zu sein, abzubrechen, weil einfach schon zu viel ist für den Körper, weil zu viel Gifte im Blutkreislauf gekommen sind, weil es einfach zu viel ist fürs erste Mal oder es zu viel ist allgemein gerade in der Situation, weil es gerade gar nicht nötig ist, weil der Körper vielleicht gerade eher einen schönen Besen will, irgendwas essen möchte, damit es schön durchkehren kann. Ja. Ich sehe Lebensmittel eher gerne als Reinigungsmittel und kann sich das vorstellen, wie verschiedene Borsten, Pinsel, je nachdem was du da isst, bürste das mal durch. Und manchmal braucht der Körper auch was, damit der ganze Schleim, der sich im Darm angesammelt hat, wieder rauskommen kann. Und bei dem Fasten-Retreat jetzt hier hat wirklich jeder da auf sich gehört. Und das ist auch immer das, was ich vermitteln möchte bei solchen Fasten. Dass es da nicht darum geht, dass man jetzt einen Tag länger, einen Tag kürzer schafft. Völlig wurscht. Es geht darum, dass du deinen Körper entlastest, es zulässt und Gifte, Fremdstoffe aus deinem Körper ausscheiden kannst. Und viel wichtiger finde ich oft das Emotionale. Es kann beides passieren beim Fasten. Geht oft einher. Es geht meist Hand in Hand beides, emotional wie körperlich. Und genauso habe ich festgestellt, dass wenn du fastest, brauchst du Ruhe. Du musst dich geistig darauf einstellen, emotional und körperlich. Lauren Lockman hat es zum Beispiel mal beschrieben oder erzählt in einem Video. Er hat ein Fastencenter in Costa Rica und er macht mit den Leuten meist 30, 40 Tage Wasserfasten oder mindestens 2-3 Wochen. Was war bei ihm zum Beispiel eine Rohköstlerin, 14 Jahre Rohkost. Das sollte man meinen, hat sich schon einiges getan. Hat auch immer gefastet schon. Hat schon öfter mal gefastet, Fastenerfahrungen gemacht.
Und als sie aber zu ihm gekommen ist, und er macht es halt auch mit komplett Ausruhen in der Zeit. Nichts mit Arbeiten, nichts mit Rumrennen. Und sie ist gekommen und hat da dann mal wirklich das erste Mal sich Zeit genommen beim Fasten. Und da kam so viel raus. Da kam so viel hoch emotional bei ihr. Und es kam noch so viel aus dem Darm raus. Und das sieht man mal. Du kannst dich auch 14 Jahre von Rohkost ernähren und schon gefastet haben. Sie hat immer, wenn sie gefastet hat, nebenbei gearbeitet. Wenn du ganz normal deinen Alltag weiterlebst, dann ist dein Körper vielleicht entlastet mit dem Fasten. Ist super, ist top. Weil er einfach mit der Verdauung nicht mehr beschäftigt ist. Die meiste Energie geht in Verdauungsarbeit. Gerade wenn es das falsche Essen ist. Und wenn der Körper dadurch entlastet ist, kann er heilen. Das war dann eine Entlastung für sie. Aber trotzdem folgt sie einfach ihren ganz normalen Alltag. Und wenn du ein Auto reparieren möchtest, dann machst du das nicht während der Fahrt. Du wechselst keinen Reifen, während dein Auto fährt. Tiere in der Natur, wenn die verletzt sind, verwundet, die fasten oft auch, ziehen sich zurück, ruhen sich komplett aus. Und wenn du es dann wirklich zulässt, dann passieren da unglaubliche Dinge. Das Ausruhen ist viel wichtiger noch. Bei manchen wäre es schon mal schöner, sich einfach nur auszuruhen, dem Körper die Entspannung zu geben, beziehungsweise wenn man Aktivität hat, eine entspannte Aktivität. Jemand hat mir, glaube ich, mal erzählt, dass es sogar Studien dazu gibt, dass Kinder während der Bewegung entspannen. Du kannst in jedem Moment entspannt sein, loslassen und dann lässt dein Körper auch los. Dann brauchst du auch viel weniger Schlaf, wenn du jeden Moment entspannt bist. Also vielleicht kennst du das, wenn du irgendwo auf dem Zahnarztstuhl hockst, bist total verkrampft, schwitzt einfach, hast nichts gemacht. Völlig angespannt, musst dich erstmal ausruhen. Und andererseits bist du irgendwo, bewegst dich total locker, gehst gemütlich spazieren, du hast eine Energie danach. Ist genau der Punkt, du brauchst Entspannung. Viel wichtiger ist, wenn du mal fastest, nimm dir 2, 3 Tage nur für dich, nur für dich. Kein Termin, nichts. Null. Nimm dir ein Wochenende dafür Zeit. Dann passieren da oft, ja, sehr tiefgreifende Prozesse, auch schon in unglaublich kurzer Zeit. Und da kommt es nicht drauf an, ob du 10 Tage fastest. Oder ob du 100 Tage Wasserfasten machst, Saftfasten machst oder irgendwas, völlig egal. Wenn du dir die Zeit nimmst, dich auf Prozesse einlässt, dann passiert da viel mehr. Und es ist völlig egal, die Zeit. Zeit ist relativ. Wenn du dabei einfach deinem normalen Alltag folgst, bringt es überhaupt nichts. Da kannst du auch mal 20 Tage fasten. Und ich habe mich schon immer gewundert, so, hey, im Moment geht es irgendwie bei mir nicht. Da kommt schon nach 1, 2 Tagen so viel hoch, wenn ich fast. Weil ich eh ständig, ja, von der Ernährung her schon auf so einem Level bin, dass sowieso noch so viel passiert. Weil ich das ja auch noch nicht so lang mache mit der Rohkost. Das sind jetzt gerade mal 3 Jahre, wo ich komplett Rohkost esse oder ein bisschen länger. Und es ist nichts. Ein weiterer Punkt ist, wie viel beim Fasten passiert, was sich da löst, wie du den Körper dabei reinigen kannst. Und darum geht es nämlich. Da geht es nicht um, ob ich 7 Tage oder 8 Tage gefastet habe oder ja, 10, 20, 3 Wochen, 4 Wochen, völlig egal. Völlig unbedeutend. Du kannst auch mit 1, 2 Tagen Fasten regelmäßig viel mehr erreichen. Die Kontinuität, die Dauerhaftigkeit in einem Prozess ist viel wichtiger. Es ist, wenn du ja, Wasser zum Kochen bringen möchtest, dann reicht eine kleine Flamme, du musst sie aber stetig am Topf halten und dann kocht das Wasser irgendwann. Wenn du ständig die Flamme ausmachst, dann kühlt das Wasser wieder ab, dann ein Jahr später fastest du wieder. Es bringt nichts. Du spielst nur mit den äußeren Level von deinem Körper. Und wenn du deine Ernährung nicht dauerhaft umstellst, dann ja, du sammelst Fett an, dann machst du wieder 30 Tage Fasten, dann
dann baut sich das Fett wieder ab, das äußere Gewebe reinigt sich wieder, weil du es danach wieder mit Chips und alles essermäßig vollgestopft hast. Dann fastest du wieder und dann schwankst du einfach nur auf den äußeren Schichten. Du kommst nie in tiefere Heilungen rein, du kommst nie in tiefere Prozesse, du kommst nie an die tiefen inneren Schichten von Organen, von Knochen, von inneren Gewebe, von älteren Emotionen, angestauten, unterdrückten Prozessen, Erfahrungen, die du gemacht hast. Und genauso ist es vom Energielevel her. Ich habe Leute gesehen im Fastencenter, die machen mit 40, 50 bierbrauchmäßig ihr erstes Fasten, haben wir was von gehört, Detox-Urlaub in Thailand, probieren das mal aus, machen da mal 3-4 Tage Wasserfasten und dann gibt es ein bisschen Gomero-Kost oder sowas. Und bei den Leuten tut sich nicht viel. Die fasten da teilweise 7 Tage und verlieren davon ihren 50 Kilo oder 1-2 Kilo. Da tut sich nicht viel, der Körper wundert sich erstmal nach 50 Jahren, dass da, hey, der will erstmal eine Kontinuität da drin sehen, der will erstmal merken, oh okay, ja, hey, jetzt ist er bereit so, und wenn er eh merkt, hey, er muss erstmal Energie ansammeln, muss erstmal die Bahn wieder ebnen, damit da Prozesse, Entgiftungen mehr stattfinden können, da ist noch alles so verstopft, da müssen erstmal, ja, ganz entscheidende, einfache Wege geklärt werden. Und das Energielevel kommt mir so vor, als wäre es bei einfach älteren Menschen nicht mehr so hoch. Ich meine, ich stelle es mir so vor wie eine Kerze, die einfach abbrennt. Du hast 100% Lebensenergie am Anfang und deine Energie ist einfach nicht mehr so hoch. Also es ist unglaublich manchmal, wenn ich junge Leute sehe, was sich da tut beim Fasten. Unglaublich viel. Innerhalb von 2-3 Tagen Fasten. Emotionale Prozesse, die da hochkommen, irgendwelche Traumata. Und bei anderen 40, 50, 60 Jahre, die fasten 7-8 Tage, 2-3 Wochen. Tut sich nicht viel, körperlich ein bisschen was, aber ansonsten alles wie gewohnt. Da ist einfach schon sehr viel Energie, ja, verbraten worden. Und das dauert dementsprechend einfach länger in einem gewissen Alter. Ist auch nicht schlimm, aber der Körper ist halt schon recht verbraucht. Der Körper ist auch nur, der Körper ist überhaupt nicht wichtig. Wenn du den Körper wieder zu schätzen weißt, wenn du wieder ein anderes Bewusstsein hast, dann wirst du deinen Körper ehren und wirst dafür sorgen, dass er am besten funktioniert, optimal funktioniert. Aber gleichzeitig hast du eine gewisse, ich möchte nicht, dass es irgendwie in einer negativen Art und Weise rüberkommt, aber gleichzeitig hast du eine gewisse Distanz zum Körper. Du bist dir bewusst, dass du nicht dein Körper bist. Und gerade deswegen passt du so gut auf ihn auf, weil du dann ganz unbefangen, vorurteilsfrei mit ihm umgehen kannst und nicht so mit ihm identifiziert bist, dass du völlig panisch wirst, wenn gewisse Dinge ablaufen, wo du noch nicht, ja, ganz begriffen hast. Und bei jungen Leuten kann sich das so schnell so viel tun. Also ich sehe bei Leuten, die um die 20 sind, wirklich so schnell die Veränderungen, gerade emotional. Bei älteren Leuten passiert das auch, aber es dauert alles ein bisschen langsamer im Schnitt, was ich so sehe. Es gibt immer Ausnahmen. Und es kommt immer komplett auf die Vorgeschichte an, wo gelebt, wie, alles. Was für Medikamente, was für eine Krankheitsgeschichte, was für ein Umfeld, was für eine Einstellung. Ja, das spielt alles eine Rolle dafür. Wie viel Sport, Bewegung ist so unglaublich wichtig. Das ist auch ein Punkt, wenn man sich viel bewegt hat sein ganzes Leben lang.
Auch das Video, wo ich über Iris-Diagnose gemacht habe. Bei Leuten, die sich viel bewegt haben ihr ganzes Leben lang und eigentlich sehr schlecht essen. Trotzdem, die Augen sind oft noch viel klarer, da ist noch viel mehr Freude, da ist der Körper, der verbraucht sich zwar und altert schnell, aber er altert noch gesund, weil du zumindest das, was kommt, wieder verarbeiten kannst und wieder ausleiten kannst. Und so, ja, um das Video ein bisschen rund zu machen wieder, um zum Fasten, zur Länge zurückzukommen, ist völlig egal. Hör auf deinen Körper, wenn gerade ein Prozess in Gang ist, dann häng noch was dran. Spür danach. Das ist das Wichtigste. Ich gehe ja auch bei den Retreats immer auf das Fastenbrechen ein, in welchem Moment und wann du das machen solltest. Und ich rate da niemanden, irgendwie in Hektik und in Eile das Fasten zu brechen. Oft denkt man, dieser Hunger, oft ist es einfach nur noch mal ein Entgiftungsschub oder der Darm zieht sich zusammen und da reinigt sich was. Und 2 Stunden später hast du keinen Hunger mehr. Also Fastenbrechen immer in einem Moment der Ruhe und achtsam. Achtsam den ersten Bissen zu dir nehmen. Nicht, wenn du gerade in Eile bist, oh, jetzt muss ich das Fasten brechen und dann reinhauen. Nee, 1-2 Stunden machen es nicht aus. Wenn du Hunger hast beim Fastenbrechen, setz dich am besten nochmal 1-2 Stunden hin. Warte einfach mal ab, fühl in dich rein und dann nimm ganz in Ruhe deine erste Mahlzeit. Und dann kann das Ganze wirklich sehr schön ablaufen und auch jetzt beim Retreat. Hier, das war so angenehm, jeder hat da auf sich gehört, jeder hat unterschiedlich lang gefastet. Es waren zwar 3 Tage angesetzt, aber der eine hatte schon vorher angefangen, beziehungsweise 2 haben dann schon vorher angefangen. Nein, er ist schon angereist und werden fast. Und es ist wirklich schön zu sehen und die anderen haben dann wirklich auf den Körper gehört, haben erstmal mit dem Wasserfasten angefangen und wenn sie gemerkt haben, ey, es wurde zu viel, Kokosnüsse dazu genommen und in den Kokoswasserfasten übergegangen und dann, ja, war einfach sehr interessant und auch Leute, die da das erste Mal, 2-3 Leute waren dabei, die das erste Mal gefastet haben. Kein Thema und jeder wundert sich erstmal, hey, gar kein Hunger. Und der Hunger war vielleicht irgendwas anderes. Gar nicht so schwer, mal zu fasten. Hunger ist da das wenigste Problem. Und es ist eine super Entlastung und ein super Reset, den Geschmack mal neu umzustellen, die Ernährung umzustellen. Super Einstieg dafür. Ja, das wollte ich in dem Video einfach mal loswerden. Ansonsten, wenn ihr dazu noch Fragen habt, beziehungsweise andere Fragen zum Thema Fasten noch habt, stellt sie einfach unter dem Video. Und ich hoffe, es hilft dem einen oder anderen ein bisschen weiter, da ein bisschen mehr nachzudenken, dass die Länge da völlig egal ist und mehr auf sich zu hören. Geh immer von dir aus, ist egal, was die anderen machen. Du musst auf deinen Körper hören, kein anderer hat deinen Körper. Du hast deinen Körper und den musst du dich kümmern und du spürst deinen Körper und du fühlst deinen Körper. Und vergleich dich nicht mit anderen. Bei dir tut sich vielleicht in 1-2 Tagen Fasten so viel wie bei dem anderen in 3 Wochen. Und umgekehrt, völlig egal. Die Zeit ist irrelevant beim Fasten. Lass dich drauf ein, nimm dir Zeit beim Fasten. Und dann stell dauerhaft deine Ernährung um. Ansonsten ist das Fasten ziemlich für die Katze. Mal eine kurze Entlastung ist ganz nett und schön. Aber dauerhaft bringt es dir nicht viel. Ja, ansonsten macht's gut, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Liebe Grüße. Ciao.